Lecker Schokopizza. Spielzeugtestern. Wir machen heute unsere eigene Pizza-Challenge. Und zwar, habt ihr vielleicht schon von gehört, gibt es jetzt von Dr. Oetker Restaurante eine Schokopizza. Das ist sie. Haben wir bei Famila gefunden. Pizza Dolce al Cioccolato. Mit weißen Stückchen drauf, mit Vollmilchschokolade, Zartbitter. Ich bin echt gespannt. Ich habe so ein bisschen Angst, muss ich sagen. Aber wir schieben die jetzt mal in den Backofen und schauen, was passiert. Und zwar bei 200 Grad Ober-Unterhitze 9 bis 10 Minuten. Okay. Sieht aus wie ein riesig großer Keks. Findest du nicht? Ja. Aber die ist heiß. Heiß. Aber warum hab ich keine? Weil ich dir das schneide, Süße. Ich den hier probieren. Was machst du denn da? Das ist heiß! Das schmeckt wie ein Schokokeks. Echt? Ja. Wie Pizza oder wie ein Keks? Wie ein Keks und ich weiß gar nicht, wie ich das schneiden soll. Wie eine richtige Pizza? Ich glaube schon. Also ich glaube, fürs Mittagessen wäre das nichts, oder? Nein. Pass auf, heiß, heiß, heiß. Ich glaube, das ist eher was für Nachtisch, ne? Ja. Den man sich dann teilen kann mit seinen Freunden. Ja, und nach der Pizza noch eine Pizza und aber Schokopizza. Lecker. Aber wartet, bis das abgekühlt ist, das ist super heiß. Oh, einer ist über Bord gegangen. Kannst du mal probieren? Heiß. Immer noch heiß? Ja, Schokolade. Nehme ich ein Stück vom Rand? Ja, ich nehme ein Stück vom Rand. Das sieht aus wie dunkler Keksteig oder leicht verkokelter normaler Pizzateig. Leicht ist gut. Stark verkokelter. Heiß, aber lecker. Wenn man drauf hustet, schmeckt es noch besser. Schmeckt echt wie ein echter Keks. Ein warmer Keks? Ja, ein warmer Kakaokeks. Mhm. Der Kakao ist das hier. Wie ein Kakaokeks mit Schokolade. Ja. Das können wir dann. Dann denken wir, hä, was ist das für eine Pizza? Und dann. Aber Brokkoli. Und das ist eigentlich nur Schoko. Aber ich glaube, eine ganze Pizza kann man davon nicht essen, oder? Schmeckt dir? Ja. Ja. Dann mal guten Appetit. Du kannst Bandit. Auch. Schon Schokolade im Gesicht hängen. Kannst ruhig aufessen. Aber mit der Gabel, nicht mit dem Finger. Ja, ganz viele haben ja immer geschrieben, macht immer die Pizza-Challenge, macht immer die Pizza-Challenge. In der Pizza-Challenge legt man sich ganz viele komische Sachen auf eine Pizza. Und ich halte nicht so viel davon, Essen wegzuschmeißen. Klar hat man mal ein verschimmeltes Brot oder eine gammelige Banane, wo man echt sagt, mag man nicht. Oder man hat zu viel gekocht oder so. Aber ich bin einfach nicht der Freund von sowas, wo man echt sich eine Pizza verunstaltet oder irgendwas mixt oder so, wo man von vornherein weiß, es landet im Müll. Und ich dachte, das wäre jetzt mal eine coole Pizza-Challenge für uns. Weil es ist definitiv was, was man essen kann. Ja. Und die schmeckt sogar, ne? Schoko. Mund zu beim Kauen und sagen die Kinder wieder, die Hanna schmatzt! Ne? Willst du dir was Neues ausschneiden? Ja, und zwar nur Schoko. Hier ist noch eins mit nur Schoko. Mhm. Süße, das ist mir zu gefährlich mit dem Messer, was du da machst. Soll ich dir rausschneiden? Ja, das Stück hier. Dann musst du mal weggehen mit deiner Gabel, damit ich einmal so ein Dreieck rausschneiden kann. Mm. Ich probiere mal nur so ein weißes Stückchen. Das schmeckt gut, das weiß ich. Ja, okay, jetzt habe ich noch was. Schmeckt
schmeckt's? Hm. Irgendwie cool ist sie. Mhm. Das ist nichts fürs Mittagessen, das ist echt eher was für einen Nachtisch. Mhm. Papa, tun wir doch einen Scherz machen. Na, was für ein? Das hier ist Käse und das ist Butterkeks. Und dann nimmt sie es ihm und er sagt, nee. Dann probiert und dann sage ich, also nur ein Stück, nur ein Stück. Und dann sagt er, Willst du ihm ein Stück hochbringen? Ja. Also, was für einen Daumen geben wir für die Pizza? Ich würde auch sagen, Daumen hoch. Ist ja etwas ungewöhnlich, aber wenn man was Süßes haben möchte, so als Nachtisch oder so mit seinen Freunden auf einer Pyjama-Party, nach dem Abendbrot. Ich möchte mal eine Pyjama-Party machen. Ja, wenn du ein bisschen älter bist, Süße. Bitte. Bitte, bitte. Pyjama-Party. So, und das hier. Finger weg, Gabel weg. Ich muss das nochmal in der Mitte durchschneiden. Ja, irgendwie ist sie... Das ist meins. Irgendwie ist sie schon cool, ne? Mhm. Das ist heiße Schokolade. Aber echt, alleine schafft man so ein Ding nicht. Also ich nicht. Und ich ich bin ein guter Pizzaesser. Aber. Hast du die alleine gekocht? Die habe ich ganz alleine gekocht. Wow. Ich habe eine Packung aufgerissen. Die ist von Dr. Oetker. Hm. Hat er gut gemacht, ne? Können wir wieder kaufen, oder? Denk saugt man sich bloß mit ein. Bis zum nächsten Mal bei den Spielzeugtassen. Tschüss. Und jetzt bringe ich Papa oben noch ein Stück hier. Ja, jetzt darf der auch mal probieren, ne? Ja. Wenn euch das Video gefallen hat, macht den Daumen hoch. Und nicht vergessen, unseren Kanal kostenlos zu abonnieren. Und hier könnt ihr unser letztes Video anschauen. Ich komme auch. Meinst du? Und mal tauschen, dann gehe ich hier drüben hin. Mal. Ich will das noch ein bisschen mehr farbig machen. Mehr, so dass es mehr peppig wird. Mache ich mehr Schaum dazu. Flummi, guck kurz, wie das wird.